Hallo und willkommen zu Teil 24 des Typo 3 Einsteigerkurses. In diesem Film fangen wir jetzt damit an, unsere eigenen TypoScript-Templates zu erzeugen. Als erstes möchte ich die Grundkonfiguration meiner Seite festlegen. Ich gehe dazu in das Modul Templates und dann auf den Ordner TypoScript-Templates, in dem ich ja meine vorbereiteten Lerntemplates schon habe. Ich kann jetzt hier über dieses Pull-Down-Menü das gewünschte Template auswählen. Ich bin jetzt hier schon im Config-Bereich. Kann dann den Setup-Bereich bearbeiten. Damit ich jetzt nicht immer alles von Hand tippen muss, habe ich mir mal die wichtigsten Standard-Code-Schnipsel, die ich immer benötige, schon mal in einem kleinen Wiki zusammengefasst. Das könnt ihr auch nutzen, das ist öffentlich zugänglich. Also jeder hat dort Leserechte, Schreibrechte allerdings keiner. Und zwar findet ihr das über meine Website www.webdesign.de ganz unten im unteren Menü Wiki. Um eine Übersicht über die Themen zu bekommen, die hier drin sind, klickt ihr auf Übersicht. Ich habe da schon mehrere Sachen abgespeichert, die ich immer wieder benötige. Uns interessiert jetzt aber der Bereich Typo 3. Und hier habe ich auch die Standard-TypoScript-Templates, die ich immer als Ausgangsbasis verwende, mir abgespeichert. Uns interessiert jetzt dieser Config-Bereich. Ich kopiere mir das jetzt mal einfach alles. Das könnt ihr genauso machen. Steuerung C kopieren und mit Steuerung V hier einfügen. Und das gehen wir jetzt einfach mal kurz durch. Fangen wir mal oben an. Das hier ist das sogenannte Admin-Panel. Typo 3 bietet auch ein Frontend-Editing an, dass man also Seiteninhalte aus dem Frontend heraus bearbeiten kann und so weiter. Und es gibt dort auch ein sogenanntes Admin-Panel, das dem Administrator der Webseite ein paar Werkzeuge in die Hand gibt, um zum Beispiel die TypoScript Templates zu analysieren und so weiter. Standardmäßig schalte ich das immer aus. Dann dieser Bereich Header-Comment ist ganz interessant, und zwar wird dort im Head-Bereich des HTML-Codes ein Kommentar eingebunden. Dieser Text hier ist frei wählbar, kann alles Mögliche stehen. Ich nutze das halt immer, um ein bisschen Werbung für mich zu machen. Muss man nicht machen, kann man. Dann Doctype, ganz wichtig. Hier wird der Doctype des HTML-Dokuments festgelegt. Und zwar gucken wir uns das mal kurz in der TSREF an. Ich gehe nochmal auf typo3.org und in die TypoScript-Referenz. Ich befinde mich jetzt hier schon im Bereich Config und ziemlich weit unten haben wir den Bereich Doctype. Jetzt hat man hier zwei Möglichkeiten. Man kann entweder eins von diesen vorgegebenen Schlüsselwörtern verwenden, dann wird automatisch der entsprechende Doctype erzeugt. Oder man kann einen kompletten Doctype auch von Hand eingeben. Es gibt jetzt hier noch keine Voreinstellungen für HTML5. Und wenn ihr euch erinnert, unser HTML-Template ist ja ein HTML5-Dokument. Also muss ich das jetzt von Hand eingeben. Das heißt, ich gehe noch mal hier rein und schreibe jetzt hier einfach von Hand den Doctype rein. XHTML Doctype kann ich in dem Fall weglassen. Ich könnte das jetzt hier einfach rauslöschen oder auskommentieren. Wenn ihr zwei Schrägstriche schreibt, wird diese Zeile auskommentiert und nicht berücksichtigt. Den HTML Lengthy brauche ich bei HTML5 auch nicht unbedingt. XHTML Cleaning, das lasse ich mal an. Dann versucht Typo 3 den erzeugten Code sauber zu halten, sage ich mal, mit schließenden Tags und so weiter. Und da man ja HTML5 auch genauso wie XHTML schreiben kann, lasse ich das jetzt einfach mal an. Es gibt dann noch einen XML-Prolog, der würde standardmäßig erzeugt werden, wenn man ein XHTML-Dokument verwendet. Den brauchen wir auch nicht, den kann ich also auch ausdokumentieren. Dann Disable Prefix Comments. Standardmäßig sind im von Typo 3 erzeugten Quelltext sehr viele Kommentare. Das kann hilfreich sein bei der Entwicklung einer Website oder am Anfang, wenn man sich noch nicht auskennt. Ich habe das bei mir meistens ausgeschaltet. Index Enable habe ich hier auf 1 stehen. Typo 3 bietet eine Suchmaschine, eine interne Suchmaschine für die Webseiten, die sogenannte Indexed Search. Wenn ich die nutzen will, muss ich das auf 1 stellen. Da ich die jetzt im Moment nicht brauche, stelle ich das auf 0. Base-URL ist relativ wichtig, wenn man Extensions verwendet, wie zum Beispiel Real-URL oder Cool-URI, um sogenannte schöne URLs zu erzeugen.
Ich kann das jetzt hier auch schon mal setzen, das ist kein Fehler. Meine Base-URL wäre jetzt hier localhost Typo 3. Genauso dieser absolute Referenzpräfix, sage ich mal, sollte man dann auf den gleichen Wert setzen. Das bedeutet, dass Links auf zum Beispiel Bilder oder andere Dateien diesen Präfix hier erhalten. Also immer ein absoluter Pfad generiert wird. Ist auch notwendig, wenn man schöne URLs erzeugen will mit den Extensions. Dann diese Spam Protect E-Mail Addresses, auch ganz interessant. Wenn man jetzt zum Beispiel in einem Textelement im Seitenmodul eine E-Mail-Adresse angibt und auch verlinkt, dann wird diese automatisch gegen Spam-Robots geschützt, wenn man das hier setzt. Die wird dann ASCII-kodiert, also nicht im Klartext, im Quelltext geschrieben, sondern als ASCII-Codes. Und wenn man dieses Add-Substitute noch setzt, dann wird das Add-Symbol, also dieser Klammeraffe, durch den Zeichencode ersetzt, den man hier hinschreibt. Ich könnte hier alles Mögliche hinschreiben, ich kann auch sowas zum Beispiel schreiben, egal. Aber eingebürgert hat sie hier eigentlich dieses Add in Klammern.